Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Und auch heute geht es wieder um einen Cold Case. Und zwar um den Fall der Ermordung der damals der 15-jährigen Jutta Hoffmann aus Lindenfels. Dargestellt wurde der Fall in der Aktenzeichen XY-Sendung vom 10. Juli 1987. Tattag war der 29. Juni 1986. Am Abend dieses Tages fand das WM-Endspiel Deutschland gegen Argentinien, welches Deutschland 2-3 verloren hat, in Mexico City statt. Kleiner Fun Fact: An diesen Abend kann ich mich noch sehr genau erinnern. Deswegen auch der wichtige Hinweis auf dieses Datum. Es ist zwar mittlerweile 36 Jahre her, aber an diesem Abend haben wir unseren Schulabschluss gefeiert. Dies nur ganz kurz nebenbei, weil es mir gerade so einfiel und natürlich auch immer wieder die Frage auftaucht, wie kann man sich an etwas erinnern, das so lange zurückliegt? Und ich denke mal, mit diesem Hinweis auf das Finale dieses Turniers kann man sich vielleicht erinnern, was man an diesem Tag gemacht hat. Aber zurück zum Fall. Wir bleiben auch hier erst einmal bei der Darstellung des Falles bei Aktenzeichen Y. Vielleicht kann sich ja anhand meiner Schilderung der eine oder andere noch an den Fall erinnern. Am Abend vor der Tat, also am 28.06., steigt in Lindenfels ein Sommerfest, ausgerichtet von der Freiwilligen Feuerwehr. Auch die 15-jährige Realschülerin Jutta Hoffmann und ihre Freundin sind auf diesem Fest. Beide haben gerade ihren ersten Tanzkurs abgeschlossen und sind nun froh, ihre Tanzkünste ausprobieren zu können. Damit Jutta nicht auf den Gedanken kommt zu trampen, holt ihre Mutter sie am späten Abend mit dem Auto ab. Jutta macht ihrer Freundin, bevor sie nach Hause muss, noch einen Vorschlag. Und zwar, ob man sich nicht am nächsten Tag trifft, am Nachmittag, und dann in das Freibad fährt. Diese kann aber nicht, da sie am nächsten Tag mit ihrer Mutter zu einer Tante nach Darmstadt fährt und dort vielleicht auch ein paar Tage bleibt. In der Familie Hoffmann wird sehr viel Sport getrieben. Der Vater, der von Beruf Autoschlosser ist, ist Vorsitzender im örtlichen Motorsportclub. Und auch der Zwillingsbruder von Jutta ist Mitglied in diesem Club und betreibt den Sport mit seiner Geländemaschine. Ich habe noch mal ein bisschen im Internet recherchiert und der Zwillingsbruder scheint dort in der Tat sehr erfolgreich zu sein. Und was ich noch herausfinden konnte, war, dass er auch schon mal Rategast bei der Sat.1-Sendung Genial daneben war. Ich werde jetzt aber bewusst seinen Vornamen nicht nennen. Aber machen wir weiter in der Falldarstellung. Jutta selber gehört der Judo-Abteilung des örtlichen Turnvereins an. Aufgrund der unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten in der Familie kommt es schon mal vor, dass die Familienmitglieder in der Freizeit einzeln unterwegs sind. Dies dann auch am Tattag, den Sonntag, dem 29. Juni 1986. Der Vater und der Zwillingsbruder sind an diesem Tag zu einem Wettkampf gefahren. Die Mutter und Jutta gehen gemeinsam zum Schwimmen, und zwar in das Freibad von Lindenfels. Dies liegt etwas außerhalb in einem Waldgebiet. Jutta trifft an diesem Nachmittag einige Bekannte und verbringt die meiste Zeit mit diesen. Die Mutter hat sich einen etwas ruhigeren Liegeplatz gesucht und plant auch nur bis gegen 15 Uhr zu bleiben. Und zu dieser Zeit geht die Mutter dann auch und sagt ihrer Tochter, dass sie anrufen soll, wenn sie nach Hause möchte. In der Darstellung bieten ihr und ihrer Freundin dann zwei Bekannte an, sie später nach Hause zu fahren. Und diese wollen so circa gegen 17 Uhr los, um sich später das Endspiel anzuschauen. Gegen 17.45 Uhr verlässt Jutta dann das Schwimmbad. Das Angebot ihrer Mutter, sie abzuholen, nimmt sie nicht wahr. Und auch das Angebot der beiden Bekannten, sie nach Hause zu fahren, nimmt sie nicht wahr. In der dargestellten Szene kauft Jutta noch etwas am Kiosk. So wie es aussieht, ein Nogga-Eis. Deswegen hat der Filmfall auch den Titel oder ist allgemein bekannt unter dem Nogga-Fall.
und auch einer der Bekannten, der sie nach Hause fahren wollte, ist dabei. Er verweist darauf, dass sie hätte einfach 30 Minuten länger warten sollen, dann hätte man sie mit dem Auto gefahren. Aber Jutta zieht es vor zu laufen. Vom Schwimmbad zur Ortsmitte von Littenfels gibt es zwei Wege. Einmal eine asphaltierte Straße und als Abkürzung einen steil ansteigenden Waldweg. Und Jutta benutzt fast immer diesen Waldweg. Auf diesem Weg hat sie dann 15 Minuten Gehzeit, bis sie in der Ortsmitte ankommt. Eine Mutter, die auf dem Parkplatz auf ihre Tochter wartet, kann dann auch bezeugen, dass Jutta den Waldweg genommen hat. Und auf diesem Weg muss sie dann Opfer eines Verbrechens geworden sein. Um ca. 17.50 Uhr ist eine junge Mutter mit ihrer kleinen Tochter auf diesem Waldweg unterwegs. Als ihr zwei fremde Männer begegnen, die ihr nicht ganz geheuer vorkommen. Sie schaut sich aufgrund dieser Situation ängstlich nach anderen Spaziergängern um. Und sie stellt dann fest, dass ihr in einiger Entfernung ein Mädchen oder eine junge Frau folgt. Man geht davon aus, dass es sich dabei um Jutta gehandelt hat. Da die Mutter mit dem Kleinkind recht langsam vorankommt, hätte sie Jutta irgendwann überholen müssen. Aber das passierte nicht. Etwa 30 Minuten später, also gegen 18.20 Uhr, macht eine Urlauberin auf dem gleichen Weg eine andere merkwürdige Entdeckung. Diese kommt auch vom Schwimmbad und will zurück in ihr Hotel. Am Wegesrand findet sie einen einzelnen weißen Schuh und eine Badematte. Die Kripo stellt später fest, dass beides Jutta Hoffmann gehört. Die Frau nimmt die Badematte mit, den Schuh aber lässt sie liegen. Zeugen, die nach diesem Zeitraum auf dem Waldweg unterwegs sind, sagen übereinstimmend aus, dass der Schuh nicht mehr da lag, als sie an diesem Platz vorbeigekommen sind. Und von diesem Waldweg, den Jutta benutzt hat, zweigt ein schmaler Pfad ab, der dann zum Friedhof führt. Und dort registrieren Friedhofsbesucher um 18.30 Uhr auch ein paar Ungereimtheiten, die die Polizei später mit dem Verschwinden von Jutta in Verbindung bringt. Und zwar treffen ein paar Friedhofsbesucher gerade auf dem Parkplatz ein. Und nach dem Aussteigen aus dem Auto fällt ihnen ein einzelner weißer Damenschuh auf, der auf dem Boden liegt. In der Darstellung wird der Schuh dann hinter oder neben einem Auto gefunden. Die Zeugen waren laut der Darstellung sich sicher, dass es sich um ein Ford Granada handelt und dass das Fahrzeug Alzeyer Kennzeichen hat. Und an diesem hatten zwei Männer kurz zuvor etwas in den Kofferraum gepackt. In der filmischen Darstellung war es so, dass diese Zeugen an diesem Friedhof vorbeifahren, also auf dem, in Richtung des Parkplatzes, und dabei sehen, wie zwei Männer etwas in den Kofferraum dieses Autos packen. Und als sie dann neben diesem Auto parken und aussteigen, sehen sie diesen weißen Damenschuh. Und zu diesem Zeitpunkt sind die Männer aber bereits schon weg und waren auch nicht mehr auf dem Friedhof zu sehen. Und eine der Friedhofsbesucherinnen, die auch den Schuh gefunden hatte, hört dann, als sie auf dem Friedhof mit den anderen Zeugen ein Grab pflegt, einen kurzen Hilfeschrei. Einer der Zeugen, vermutlich ihr Ehemann, ist dann aber wohl der Meinung, dass es sich dabei um einen Vogel gehandelt hat, also kümmert man sich zuerst nicht weiter darum. Als die Zeugen dann von dem Friedhof zurück zum Parkplatz kommen, ist der Schuh weg, aber der Wagen steht noch da. Aber anscheinend sitzen die beiden Männer schon in dem Auto, denn kurz danach fahren sie in der Darstellung weg. Es soll sich dabei um die gleichen Männer gehandelt haben, die zuvor etwas in den Kofferraum gepackt haben. Und der einen Zeugin kommen die beiden Männer und ihre Handlungsweise einfach nicht geheuer vor. Die Frau hat sich dann zu Hause das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert,
Sie hat es also erst zu Hause notiert, weil im Auto kein Zettel und kein Stift da waren, sodass sie sich das Kennzeichen direkt dort notieren konnte. Aber mit diesen Angaben kam die Polizei nicht weiter. Denn anscheinend hat die Frau sich ein falsches Kennzeichen notiert. Und das Fahrzeug konnte nicht ausfindig gemacht werden. In der Nachbesprechung teilte der zuständige Kommissar dann mit, dass die Zeugen sich später auch nicht mehr sicher waren, um welchen Fahrzeugtyp es sich gehandelt hat. Sicher waren sie sich nur in dem Punkt, dass es ein Fahrzeug mit einer dunklen Lackierung war. Zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Sendung galt Jutta als vermisst. Ihre Leiche wurde noch nicht gefunden. In der Sendung vom 6. Mai 1988 wird dann berichtet, dass die Leiche von Jutta Hoffmann gefunden wurde. Sie war vergraben in der Nähe des Waldweges, auf dem sie zuletzt gesehen wurde. Allerdings gibt es nirgendwo verlässliche, klare Angaben, wo genau dieser Leichenfund stattgefunden hat. Dies kann natürlich aus ermittlungstechnischen Gründen der Fall gewesen sein. Bei weiteren Recherchen konnte ich dann feststellen, dass der Fundtag der 10. Februar 1988 war. Ermittler fanden die sterblichen Überreste des verschwundenen Mädchens unweit des Lindenfelser Freibads in einem Waldstück, das die Polizei vorher erfolglos durchkämmt hatte. Und in einem Forum konnte ich die Information finden, dass der Leichnam oder die sterblichen Überreste dadurch gefunden wurden, dass ein Hund angeschlagen hat. Und zwar soll es sich da um einen Hund eines Spaziergängers gehandelt haben. Dieser hatte die Witterung wohl aufgenommen und der Halter ist dem Hund dann gefolgt. Wie sich das dann weiter zugetragen hat, ist mir leider nicht bekannt, ob dann irgendwie ersichtlich war, dass dort etwas drunter sein könnte oder ob der Hund angefangen hat, die sterblichen Überreste auszubuddeln oder ähnliches oder ob man direkt die Polizei dann gerufen hat und die dann die Suche fortgesetzt haben. Also leider keine Ahnung. Da ist man in diesem Fall wohl irgendwie sehr bedeckt. Oder es ist im Internet einfach nichts drüber zu finden. So, das waren die gesicherten Gesamtumstände des Falls, die ich da ermitteln konnte, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Es gibt zwar ein paar Zeitungsberichte zu dem Fall, aber diese geben auch keine weiteren Informationen her. Es gibt auch einige Foren, in denen der Fall aufgegriffen wurde. Dort wurde jede Menge geschrieben, aber es sind keine wirklich neuen Informationen zu erfahren. Die einzige Information ist, glaube aber nicht, dass die wirklich relevant ist, dass die Eltern eine Pension geführt haben. Aber das ist auch ohne irgendeine Quelle oder irgendeinen Beleg dort hinterlegt. Ich habe im Internet nochmal geschaut, ob es dort eine Pension mit dem Namen Hoffmann gibt oder von Hoffmann geführt wird. Also aktuell auf jeden Fall nicht. Vielleicht hat es dort früher mal eine Pension gegeben, die den Eltern gehört hat. Aber in der Aktenzeichen Y-Sendung war es ja so, dass der Vater Schlosser war, glaube ich. Und es könnte natürlich sein, dass die Mutter dann diese Pension geführt hat. Es hieß auch in dem Forum mal, dass Jutta dann zu diesem Zeitpunkt nach Hause musste, weil sie noch in der Pension helfen sollte. Aber wie schon gesagt, das ist alles leider nicht belegt. Aber schauen wir uns den Fall und die Zeugen noch einmal an. Also, Jutta begibt sich auf den Waldweg nach Hause. Auf diesem Waldweg sieht eine Frau mit einem Kleinkind zwei Männer auf sich zulaufen, die ihr nicht geheuer vorkommen. Diese laufen an ihr vorbei. Die Zeugin hat sich vorher umgedreht und kann eine junge Frau hinter sich sehen, wenn auch in einiger Entfernung. Und dabei handelt es sich vermutlich um Jutta. Jutta hätte sie eigentlich überholen müssen, tat dies aber nicht. Sie hätte aus diesem Grund entweder ihren Weg auf dem Waldweg stoppen müssen oder umkehren. Umgekehrt ist Jutta aber nicht. Also kann man davon ausgehen, dass sie ihren Weg nicht weiter fortgesetzt hat. Und diesen Weg wird sie dann vermutlich nicht freiwillig nicht weiter fortgesetzt haben,
sondern es wird ihr etwas passiert sein. Später will dann eine Zeugin, also eine Urlauberin, auf dem Weg eine Badematte mitgenommen haben und auch einen einzelnen weißen Schuh gesehen haben, wie Jutta ihn trug. Diesen hat sie aber liegen lassen. Und nach anderen Zeugenaussagen war dieser Schuh dann später weg. Dann habe ich in einem dieser Foren die Information bekommen, dass die Zeugin diese Aussage erst im Oktober gemacht haben soll. Aber warum? Ist die Zeugin kurz nach dem Verschwinden von Jutta abgereist und hat das Verschwinden und die Umstände von Jutta erst später mitbekommen? Wäre möglich. Was ist mit der Badematte? Die Polizei sagte ja, oder in dem Erkenzeichens-Y-Bericht war es ja so, dass später festgestellt wurde, dass diese Badematte Jutta gehört hat. Wie hat man das denn festgestellt? Hatte die Zeugin diese Badematte noch? Wurde diese von der Polizei mitgenommen und vielleicht später untersucht, ob sich Spuren von Jutta darauf befinden, um sicherzustellen, dass diese von Jutta ist? Dann soll es laut diesem Forum auch so gewesen sein, dass in einem Bericht der Hessenschau, glaube ich, die Polizei die Aussage der Zeugin angezweifelt haben, weil diese dann auch noch zwei Männer gesehen haben will, die eine dicke Decke in ein Auto gepackt haben wollen. Und dies soll ein Artikel oder ein Bericht vom 10.10.1986 gewesen sein. Also insgesamt ist diese Information, die in dem Forum ist, ein bisschen unschlüssig, denn die Darstellung erfolgte ja bei Aktenzeichen Y 1987 und dort wurde nicht davon gesprochen, dass diese Zeugin gesehen hat, wie zwei Männer etwas in einen Kofferraum gepackt haben, sondern das waren die Zeugen am Friedhof. Und wenn die Polizei dies jetzt angezweifelt hätte, diese Aussage, ich glaube nicht, dass dieser dann unbedingt den Weg in diese Aktenzeichen Y gefunden hätte. Also das ist auch immer so ein bisschen der Grund, warum ich Foren immer nur, sage ich mal, mit großer Vorsicht genieße. Aber machen wir mal weiter. Jutta ist also auf diesem Weg verschwunden, vermutlich dem oder den Tätern in die Hände gefallen. Von diesem Waldweg geht dann ein abzweigender Pfad zum Friedhof und an diesem haben zusammengehörende Zeugen Folgendes wahrgenommen. Zwei Männer packen eben etwas in den Kofferraum eines dunkel lackierten Autos und danach sind diese schnell verschwunden. Die Zeugen haben diese zwei Männer nicht mehr gesehen, obwohl die sich auf dem Friedhof aufgehalten haben, also die Zeugen. Also waren diese beiden Männer mit Sicherheit nicht zu diesem Parkplatz gefahren, um auf den Friedhof zu gehen. Hinter oder neben diesem Fahrzeug wird auch ein weißer Schuh, wie Jutta ihn getragen hat, gefunden. Und dies, laut den Zeugenaussagen, nachdem die etwas in den Wagen gepackt haben und dann verschwunden waren. Und als die Zeugen vom Friedhof kommen, ist dieser Schuh weg und die Männer sitzen im Auto und fahren ebenfalls weg. Eine der Zeugen hat sich dann später die Nummer zu Hause notiert, weil ja im Auto kein Zettel und kein Stift vorhanden waren. Sie hat sich aber ein falsches Kennzeichen notiert und man war sich später nicht mal sicher, ob es ein Kennzeichen von Alzey oder Aschaffenburg war. Und auch beim Typ des Fahrzeugs war man sich nicht sicher. Und ebenso will eben eine dieser Zeugen, als sie bei der Grabpflege war, einen Schrei, vermutlich den Hilfeschrei einer Frau gehört haben. Aber wie passt das alles zusammen? Der Fundort wurde nach dem Verschwinden untersucht, aber Jutta wurde nicht gefunden. Ist sie vielleicht erst später dort abgelegt worden? Wurde sie zuerst entführt? Hat sie vielleicht sogar noch einige Zeit gelebt, bevor sie getötet wurde? Es gibt keine Informationen zum Tötungszeitpunkt, also von daher ist diese Option tatsächlich möglich. Denn dafür würden die Zeugenaussagen der Friedhofsbesucher sprechen. Stellt sich dann aber die Frage, ob in dem Bereich, an dem Jutta zuletzt gesehen wurde, sich ein Parkplatz befindet, um Jutta dort erstmal in das Fahrzeug zu packen und dann mit ihr zu dem Friedhofsparkplatz zu fahren. Macht aber auch irgendwo keinen Sinn. Aber warum entführt man jemanden,
fährt mit ihm durch die Gegend, hält die Person noch etwas am Leben, die Frage ist, wie lange, tötet diese dann und vergräbt die Leiche dann später in der Nähe des Platzes, an der sie zuletzt gesehen wurde. Es ist doch klar, dass an dem Platz, an dem sie zuletzt gesehen wurde, natürlich auch später weitere Ermittlungen stattfinden können. Es gibt leider auch keine Infos, vermutlich anhand des Zustands der Leiche, wie Jutta getötet wurde oder ob sie sexuell missbraucht wurde. Insgesamt muss ich sagen, dass die Zeugenaussagen zumindest teilweise stimmig sind, aber dann passen sie auch für mich wieder nicht zusammen. Das heißt, irgendwie gibt es für den Tatablauf dann keinen Sinn. Ebenso stellt sich die Frage, ob Jutta ein Zufallsopfer war oder ob die Täter oder der Täter, was ja bis heute auch noch unklar ist, sie vorher ausgeguckt haben oder es sogar Bekannte von ihr gewesen sind. In diesem Fall hat es seit 1990 keine neuen Spuren oder Ermittlungstätigkeiten gegeben. Also für mich sind einmal die Aussage dieser Mutter mit dem kleinen Kind korrekt, von meinem Gefühl her, und ebenso auch diese Zeugin, die diese Badematte gefunden haben will und den Schuh dort gesehen hat. Denn diese Badematte hat sie ja mitgenommen und dass sie sich verspätet gemeldet hat, könnte eben durchaus sein, weil sie Urlauberin war und damals war es halt kommunikationstechnisch jetzt nicht so wie heute, dass sie eben erst verspätet davon erfahren hat und sich dann bei der Polizei gemeldet hat. Und in der Aktenzeichen-Y-Sendung wurde ja klar gesagt, dass diese Badematte Jutta gehört hat. Von daher stelle ich irgendwie diese Information, die ich in dem Forum gefunden habe, dass man die Aussage dieser Zeugin anzweifelt, als nicht korrekt dar. Vielleicht hat man da irgendwas falsch verstanden, keine Ahnung, aber sie hat ja wohl auch nichts davon gesagt, dass dort Personen etwas in den Kofferraum gepackt haben. Ich vermute mal fast, dass hier zwei Zeugenaussagen vermischt wurden. Und zwar auch diese Zeugenaussage an dem Friedhof. Die halte ich persönlich jetzt für vielleicht nicht ganz so stimmig. Denn, wie schon gesagt, wenn man jemanden entführt oder etwas in der Richtung, fährt man mit diesem Opfer dann nicht zum Parkplatz des Friedhofs. Obwohl, wenn man sich das wieder genau überlegt, aber das ist auch irgendwo ein bisschen merkwürdig. Die Männer sollen ja etwas in diesen Kofferraum gepackt haben. So hat es zumindest eine Zeugin gesehen. Dann müsste man davon ausgehen, dass Jutta auf diesem Waldweg entführt worden ist. Man hat sie dann zu diesem Parkplatz auf dem Friedhof geschleppt, wo die Täter ihr Fahrzeug abgestellt haben. Und anscheinend war das, was sie in den Kofferraum gepackt haben, in eine Decke eingehüllt. Und diese Decke müssten sie dann ja praktisch schon mit sich geführt haben, als sie Jutta angefallen haben. Aber die Zeugin auf dem Waldweg hat ja nur zwei Personen gesehen und keine Person hat eine Decke dabei gehabt. Allerdings gehen diese Zeugen ja an, dass sie auch bei diesem Auto einen weißen Schuh gefunden haben. So einen, wie Jutta getragen hat. Aber die Personen haben sich das falsche Kennzeichen gemerkt und man war sich nicht mal mehr sicher, was für ein Fahrzeugtyp das war. Es sind wohl auch anhand der Spaziergängerin dort auf dem Waldweg Phantombilder erstellt worden, aber auch diese haben nicht weitergeführt. Ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht komplett verwirrt habe mit diesen Zeugenaussagen und dem, was ich in diesem Forum gelesen habe. Also kurzum, es gibt insgesamt 3 Zeugenaussagen, dann gibt es relativ wenig Informationen zum Auffinden der Leiche, also dass man dort wirklich nur spekulieren kann. Vielleicht kommt ja irgendjemand von euch aus der Gegend und hat ein paar weitere Informationen zu dem Fall. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir diese einmal zusendet. Gerne per E-Mail. Und ansonsten beschließe ich jetzt einmal hier das Video. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!